Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt ja lange nichts mehr von mir gehört, also wo ich jetzt quasi so direkt vor der Kamera sitze und ein bisschen länger rede. Entschuldigung, ich muss die Sonnenbrille aufsetzen. Die Sonne ist sehr stark. Ich möchte euch heute einfach mal ein Monatsupdate oder ein 6-Monats-Update liefern, wie so meine Reisezeit hier in Neuseeland aussieht, was ich euch so darüber erzählen kann, wie es mir hier so gefällt und was ich vielleicht nächstes Mal ändern würde, wenn ich nochmal von neuem nach Neuseeland kommen würde für ein Work-and-Travel-Jahr. Ich habe ja am Anfang 2 Monate in Auckland als Au-pair gearbeitet. Danach bin ich für 2 Monate nach Opori Coastal Camping gegangen und habe dort Toiletten geschrubbt. Habt ihr ja alle schon gesehen auf meinem Kanal, wenn ihr den regelmäßig verfolgt. Und danach bin ich zusammen mit Ren, Camilla und ja, mir in meinem Auto 2,5 Wochen über die Nordinsel Neuseelands gereist. Und da sind wir ein bisschen in Koromandel rumgereist. Dann haben wir meine Freundin vom Campingplatz Marie besucht. Da haben wir Muscheln gegessen und bei ihrem Garten gecampt. Dann waren wir in Napier. Da haben wir ein bisschen Couchsurfing gemacht. Sind dann weiter runter nach Wellington gefahren und waren da auch bei unterschiedlichen Hosts. Und haben da ein bisschen Zeit verbracht, bis Camilla und ich dann mit einem privaten Boot auf die Südinsel gefahren sind. Sind da halt quasi Boot gehitchhiked und haben da auch eine Nacht auf dem privaten Boot geschlafen. Und ja, dann waren wir auf der Südinsel. Dann waren wir für ein paar Nächte in Nelson. Dann sind wir von Nelson mit dem Auto gehitchhiked und da hat uns Larry, ich glaube, das war mit eins der letzten Videos, die ihr gesehen habt, aufgegabelt und hat uns seine private Farm gezeigt. Und jetzt sind wir gerade final in Westport. Das war jetzt so eine kurze Zusammenfassung oder auch eine längere Zusammenfassung meiner Reisezeit hier. Was ich im Allgemeinen sagen kann, ist, wenn man halt so ein Work-and-Travel-Jahr macht, da kann man natürlich nicht nur reisen, da muss man auch Geld verdienen. Ich muss jetzt sagen, im Nachhinein würde ich, glaube ich, nicht nochmal einen Au-pair-Job wählen, aber es kann auch sicherlich daran liegen, dass ich halt so eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Ja, dass mich halt meine Gastfamilie in Auckland rausgeschmissen hat und dass mich dann auch wieder meine Gastfamilie in Opori halt quasi vom Au-pair-Job befreit hat, dass ich dann halt eine andere Aufgabe hatte. Und ich genieße jetzt gerade richtig die Reisezeit. Also zum Reisen möchte ich euch gerne den Tipp geben, dass es besser ist, nicht zu viel zu planen, weil wenn man zu viel plant, man meiner Meinung nach sehr viele Dinge halt verpasst und einfach nicht erlebt. Und ich es halt richtig cool finde, gerade mit Camilla zu hitchhiken und dass wir halt einfach morgens nicht wissen, wo wir abends übernachten. Okay, jetzt haben wir zweimal quasi eine Notlösung gefunden, weil uns der Campground, also der Campingplatz, zu teuer war. Haben wir halt private Leute gefragt, ob wir bei denen im Garten übernachten dürfen. Und ja, das wird jetzt schon die zweite Nacht sein. Wir haben gesagt, ja klar, ist okay. Da haben wir etwas gebraucht, bis ein paar Leute sagten, dass es für die kein Problem ist, weil einige das nicht wollten. Die meinten dann so, nee, ihr könnt zum Campingplatz gehen, aber ja, ich fand das jetzt halt richtig cool, dass das alles so funktioniert hat. Und dadurch kann man sehr viel Geld sparen und vor allem man lernt auch sehr viele nette neue Leute kennen. Also das ist, glaube ich, so die beste Art, Locals kennenzulernen. Halt einfach Leute anzusprechen, zu fragen, ob die halt einem vielleicht irgendwie ein paar Orte zeigen können in der Stadt oder halt Couchsurfing zu nutzen. Und über Sitchhiken lernt man halt auch sehr, sehr viele Leute kennen. Und ich finde das immer total überraschend, so verschiedene Welten einzutauchen und die meisten Leute, die halt anhalten, sind halt sehr aufgeschlossen und sind selber halt in der Jugend viel gereist und waren auch als Hitchhiker unterwegs und ja, das ist sehr schön. Das ist jetzt so mein 6-Monats-Update. Was mich interessieren würde, gibt es irgendetwas, was euch unbedingt interessiert, worüber ich ein Video drehen soll? Vielleicht mit Camilla auch zusammen eine Challenge, dass wir vielleicht eine Challenge haben, so 48 Stunden sind wir nicht erlaubt, Geld für Essen auszugeben, dass wir vielleicht dann auch kein Essen verzehren dürfen, was wir bereits vorher gekauft haben. Vielleicht möchtet ihr eine Challenge wie das sehen oder dass wir halt irgendeine andere Challenge machen. Ja, fordert uns heraus, wir sind offen für alles, wir haben Lust und Spaß, neue Abenteuer zu erleben. Und falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt, ich würde auch gerne wieder ein Fragen-Antwort-Video machen, dann schreibt unten in die Kommentare eure Fragen an mich und ich werde die dann in einem der nächsten Videos beantworten. Das war ein kleines Update jetzt über meine Reisezeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss!